Marcel. Gott segne dich, Alter. Ich dachte schon, ich werde hier sterben. Danke, Mann. Schlüssel. Nein, das ist ein Traum. Das kann nicht sein, ich bin schon so lange hier. Nach all der Zeit kann es nicht sein, dass ich gerettet werde. Nein, das kann nicht sein. Das ist nur so ein Traum. Ich komme nicht mit, das ist ein Traum. Warum? Man erkennt doch, ob etwas ein Traum ist oder nicht. Das ist doch klar irgendwie, das sieht man doch. Oder das merkt man. Und selbst wenn es ein Traum wäre, würde ich doch wollen, dass ich wenigstens im Traum befreit werde, damit es wenigstens ein schöner Traum ist. Facepalm. So Leute, wir gehen jetzt in diese Höhle hier rein und ich sag das nur einmal, keiner verlässt die Gruppe, wir müssen auf jeden Fall zusammenbleiben. Das ist aber extrem gefährlich, wer die Gruppe verlässt, ist in extrem großer Gefahr. Wir können dieses Risiko nicht auf uns nehmen, habt ihr mich verstanden? Unter jedem Umstand, keiner verlässt die Gruppe. So Leute, wir gehen jetzt in diese Höhle hier rein. Und ich sage gleich mal, wir teilen uns auf, also wir bleiben auf keinen Fall zusammen. Jeder geht einzeln und in komplett verschiedene Richtungen. Das wäre einfach zu gefährlich. Also jeder geht einzeln, nicht zu zweit, nicht zu dritt, nicht zu viert. Damit das klar ist, also nicht, dass jetzt hier irgendjemand einem anderen zu Hilfe eilen kann, falls diese Person in Gefahr gerät. Das wäre ja absurd. Also habt ihr mich alle verstanden? Ich kann ja verstehen, dass man das, was man in der Höhle sucht oder machen will, möglichst schnell erledigt haben will, damit man sich nicht möglichst lang damit aufhält. Aber man weiß ja, dass es da gefährlich ist. Es ist ja ein Horrorfilm oder Spannungsfilm, man weiß doch, dass es gefährlich ist. Und dann wird doch die Sicherheit irgendwie vorgehen. Also ich würde mich da niemals voneinander trennen. Das ist doch das, was jeder normale Mensch machen würde. So, da hab ich dich. Gefangen. Gefesselt. Du kannst dich nicht bewegen. Und du wirst jetzt sterben. Aber der Killer brat. Ich hab dich jetzt nicht gefesselt, nicht gefangen. Theoretisch kannst du abhauen. Aber das ist mir scheißegal, weil ich so dumm bin. Und dir jetzt erstmal meine ganze Geschichte erzählen. Meinen ganzen Plan, wie ich hierher gekommen bin. Also, sie hören die Geschichte des Bösen. Warum muss der Bösewicht immer erstmal seine ganze Geschichte, seinen ganzen Plan durchschildern? Und dann auch noch, wenn der Protagonist nicht gefesselt oder irgendwie angekettet ist. Wie dumm ist denn das bitte? Ja, vielleicht will er den Protagonisten noch irgendwie erstmal provozieren, erstmal so. Ja, ich bin total relaxed, ja, boah, ich töte dich jetzt gleich. Aber erstmal darfst du meinen ganzen schönen, wunderbaren Plan erfahren. Da würde ich ja zumindest mal diese Person irgendwie fesseln oder anketten, dass diese nicht abhauen kann. Aber das ist doch einfach dumm, wenn man das nicht tut. Jo, das war's mit dem Video. Natürlich war das alles sehr übertrieben dargestellt. Natürlich würde kein Bösewicht in einem Film sagen, ja, weil ich so dumm bin und so, alles schon sehr übertrieben dargestellt und auch das und auch die anderen beiden alles sehr übertrieben und deswegen würde ich mich gerne mal über eure Daumen hoch oder Bewertungen freuen in den Kommentaren, was ihr davon gehalten habt, weil es nochmal auch eine Nummer aufwendiger war, weil es komplett vom Greenscreen gedreht wurde, weil ich noch nie gemacht habe. Also würde ich mich extrem über eure Bewertung freuen und dann würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Video. Bis dahin, ciao.